Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind hier gerade auf unserem Kartoffelernter. Der ist Kartoffelernter, Kartoffelsetzer. Wir pflanzen und säen, ernten nicht. Ja, bei unserem Kartoffelsetzer, der ist noch fleißig dabei. Da werden wir nicht so viel Gewinn hinten raus haben, weil wir ja das Saatgut kaufen. Mal schauen, was uns das auf dem Konto nachher bringt. Dann haben wir hier noch unseren Grober-Heini, der noch 40 Minuten brauchen will. Schauen wir mal. Und wir haben zwei Fahrzeuge, die noch gar nichts, ja, die noch nicht eingesetzt sind. Dann würde ich sagen, fangen wir bei dem an. Er hat wieder diesen Kackpflug. Da wollen wir doch mal schauen. Das ist Feld 43. Machen wir mal vier Vorgewendebahnen. Weiche Ecken. Wir springen eine Runde, eine Bahn. Machen wir mal 50 cm schmaler. Fahren wir schon mal ein bisschen aufs Feld drauf, dass wir gerade Wenden kriegen, also gerade Bahnwechsel. So, und generieren einen Kurs. Ja, dann fangen wir an. Nee, da nicht, sondern hier bei dem sollst du anfangen. Gucken wir doch mal. Bahnversatz hat er wieder schön selber genommen. Wow, wieder ein 5 km/h Flug. Geben wir ihm mal die Differentialsperren und das. Vielleicht bringt das was. Ich freue mich schon, wenn wir eigene Fahrzeuge haben. Ja, das bringt ein bisschen was. Ja, eigene Fahrzeuge. Da können wir dann auch auf jeden Fall die Mieten sparen und es sind dann reparierte Fahrzeuge und nicht so ein Quatsch vom Händler hier. Die 18. Die 18 zum Einsehen. Da. So, ich wollte mal gucken. Ja, die Autodrive-Kurse sind da. Okay. Das heißt, wir werden jetzt die 18 zum Sehen vorbereiten. Sollten wir denn hier einsehen? Er möchte Weizen haben. Weizen haben wir ausgewählt. Wir müssen Feldarbeit auswählen. Wir machen zweimal Vorgewende mit scharfen Ecken. Fangen auf den Feldrain an. Überspringen eine Bahn. Und los geht's. Achso, ich sollte mir das Feld noch auswählen. Jetzt. Okay, Anfang ist auf der anderen Seite. Dann schauen wir mal. Vielleicht noch was noch zu tun ist. Ich habe gesehen, gerade eben, wo ich reingeguckt habe, ist nur die 66 drin. Die können wir ja leider nicht machen. Da fehlt uns noch die Brücke zu. Und auf Multiplayer haben wir gemerkt, ja, die Brücke ist, wenn man die Sachen kauft, sehr teuer. So, ach so, ich wollte ja hier ausprobieren. Befüll dich mal selber, bitte.
gucken, ob das von hier auch funktioniert, dass, ob er versteht, dass ich da hinten Refill-Punkte habe. So, was haben wir denn noch? Die 61 Grubbern. Ja, das können wir auch annehmen. Uiuiui, mit dem Riesengeschoss. Ich glaube, da fahren wir mal per Hand hin. Mit dem Riesending hängt er sich sonst überall auf. Es ist ja doch schon eins der größeren Geräte. Ich bin ja immer noch am Überlegen, was wir uns für Fahrzeuge zuerst holen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir mit einem Düngegespann oder zwei Düngegespannen ganz, ganz gut dabei sind. Denke mal, das wird es auch werden. Zwei, drei kleine Traktoren und zwei, drei Düngestreuer. Zweiter Tag Frühling ist jetzt hier in-game. Da könnte demnächst einiges an Düngen anstehen. So, muss jetzt hier links abbiegen. Einmal auf die kleine vorgelagerte Insel. Na, ja, doch, passt hoch. Mal schauen, der Kartoffelleger müsste jetzt demnächst gleich mal losfahren, sich voll machen. Den habe ich auch auf Autodrive-Befüllung gestellt. Mal schauen, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. So. Den Acker hier. Wir stellen uns wieder eine lange Kante. Wieder auf Störung entfernen stellen, dann wollen wir Feldarbeit machen. Wir brauchen einen Kurs. Wir sind auf der 61. Machen Heilbahnvorgewende sollte reichen. Scharfe Ecken auf den Feldrand anfangen, eine überspringen. Gib mir einen Kurs. Okay, der Beginn ist natürlich da unten.
Mal schon mal ausklappen, wenn wir dahin fahren. Das sollte auch nicht so lange dauern. Mit dem Riesenteil. So. Auf geht's. 25 Minuten. Okay. So, wir gucken uns jetzt mal den Kartoffelsetzer an. Gucken, was der macht. Eigentlich habe ich gesagt. Oh, na? Hat er gefunden? Der jetzt Händler ausgewählt. Hätte ich das vorher mal auswählen sollen, dass es ein Saatgut beim Saatgut kriegt und nicht beim Händler. Ja, falsch. Okay. Schauen, ob er das dann trotzdem zurückfindet. Wer er denn jetzt? Geht jetzt darum. Muss er das bei dem anderen auch mal eben noch auswählen. Das kriegst du beim Saatgut. Schauen wir mal. Bin ja gespannt, ob das dann gleich umgestellt wird, zu welchem Feld er muss. Mal hier das Kartenupdate noch ziehen. Die Straße ist hier noch sehr buckelig. Das hat der Fat Action ja in dem Kartenupdate verbessert. Aber es sieht so aus, als würde er seinen Weg zum Saatgutlager finden. Na? Und das war's dann aber auch schon. Und kann jetzt daran liegen, dass ich ihn gestört habe, weil ich das manuell verändert habe, aber okay.
Nee, Drescher fand nicht richtig. Fahren wir ihn mal automatisch, also manuell dahin, es ist ja nicht weit. Warum er das jetzt nicht gemacht hat, wahrscheinlich weil ich per Hand eingegriffen habe. Wo war er denn? Hier. Ja, ich glaube, hier hoch ist er gefahren. Leider ist die Zeit schon wieder durch. Viertelstunde so rum. Geht immer viel zu schnell. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.